Das ist der wunderbare Misthaufen von unserem Nachbarn Pan Jusek, Herr Josef übersetzt, der uns erlaubt hat, hier Mist zu holen für unser Mistbett. Sieht gut aus, riecht noch besser, macht Spaß. Es ist Sonntagmorgen, 4 Grad draußen in der Nacht. Als wir aufgestanden sind, war es minus 10. Reto, sag was. Übrigens, so eine Karre vor Mist zu schieben, ist wunderbar für die gerade Bauchmuskulatur. Also, wir machen uns keine Sorgen um unsere Muckis. Hier auf dem Land ist man gut bedient. Unsere Karre gerade platt. Ja, scheiße. Damit ihr auch was von unserem Grundstück seht, während wir arbeiten, führen wir euch das wunderbare Holztor vor, das hier schon seit vielen, vielen Jahren steht. Oh oh, geht's? Oder machst du es lieber nicht aufmachen? Ja, sein lassen, Reto. Aber dieses Holztor begrenzt eigentlich zwei Grundstücke. Unser ganzes Grundstück war früher mal zwei Grundstücke. Das ist die Hinterseite vom Haus. Ich drehe mich jetzt nach Süden. Ah, die Sonne! Genau. Oh, da seht ihr das Haus. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht bei dieser Sonneneinstrahlung. Das ist die Hinterseite des Hauses. Und jetzt mache ich einen 360. Das ist auch das vordere Grundstück. Genau. Vielleicht könnt ihr auch das Vogelgezwitscher hören. Das ist die Nordseite. Und da ist schon wieder das Holztor. Yeah! Also damit es auf den Videos nicht immer so aussieht, als würde nur Reto die harte Arbeit tun, schwinge ich hier auch noch ein bisschen den Spaten für euch, dass ich auch noch welche Muckis kriege. Fühl mal da rein, Reto. Also das Mistbett fühlt sich langsam mit Mist. Und wir haben uns gedacht, dass wir so bis hierhin das alles noch mit Mist befüllen. Die oberste Schicht kommt dann, wird dann wieder Laub sein und darüber kommt dann die wunderbare Anzuchterde, die wir auch noch holen müssen. Genau.